Und damit herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ja, für mich ist jetzt gerade eine Stunde vergangen. Ich bin den ganzen Weg da zurück. Ich habe zwischendrin nochmal zwei Straßen gebaut. Einmal die hier so und einmal die hier. Und ich habe dann immer wieder mal Anrufe bekommen und es gab neue Infos. Und zwar ist Cliff bei diesen Bibi-Experimenten wohl dabei gewesen. Hat dann aber einen mysteriösen Tod gehabt, von dem man nicht weiß, wie er genau gestorben ist. Und das Strand sind die Bibi-Experimente heimlich fortgesetzt worden unter dem Vorwand, dass man so einen GD-Detektor machen will. In Wahrheit sind aber die Bibis so Katalysatoren für das chirale Netzwerk und sind deswegen in jeden Knoten quasi so eingebettet und ja, wurden dafür geopfert. Da war die Vermutung, ob das Strand halt nicht irgendwie kaputt gemacht hat. Selbst sie wusste, dass er die ganzen Babys opfert. So, und Clifford hat sein Baby freiwillig dem Programm gegeben. Als er natürlich aber herausgefunden hat, was die da eigentlich machen, wollte er sein Baby halt zurück, was er aber halt, also zurückhaben, was er aber halt nicht geschafft hat. Entsprechend ist er sauer. Und jetzt ist vermutlich die Vermutung, dass er natürlich extremen Hass auf uns alle, beziehungsweise das Projekt hat und die letzte Strandung auslösen will, um uns da zu vernichten. Das waren halt so die Anrufe zwischendrin. Ja, wir fahren jetzt nach Late North City und mal schauen, was da so passieren wird. Aber so mit der Info ist klar, dass er dezent angepisst ist. Ah, Gott sei Dank hat sie diese Straße. Ja, das Wetter ist die ganze Zeit so wie hier. Aber ich habe jetzt gerade Begegnung gehabt. Und dem bin ich sehr dankbar. Ja, warum war ich denn da plötzlich nicht mehr im Stromnetz? Die Straße doch nicht verlassen. Oh, das schaut nicht so gut aus da hinten. Leute, ich habe doch EK-Fracht mit dabei. Ja, Anrufe mit die waren es die ganze Zeit. Sekunde, Sam. Es geht um den Direktor. Hätten die beiden keine starke persönliche Bindung, wäre es ihm nicht möglich gewesen, zu Amelies Strand zu springen. Also ich habe nachgeforscht und keine gefunden. Das Netzwerk hätte etwas ausspucken müssen, irgendwas. Aber da war einfach gar nichts. Sein ganzes Leben vor seiner Laufbahn bei Bridges wurde zensiert. Sein Name, seine Vergangenheit, alles. Wir haben keine Ahnung, wer er war. Das hat mich zu einer neuen Vermutung geführt. Was, wenn die Verbindung nicht zwischen dem Direktor und Amelie, sondern zwischen ihm und Clifford Unger besteht? Und was, wenn diese Verbindung den Sprung des Direktors zu Amelies Strand ermöglicht hat? Wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, könnte das erklären, warum Cliff auch den Direktor gefangen hält. Aber selbst wenn es so wäre, beantwortet das nicht die größere Frage. Wie zum Teufel sind die beiden an Amelies Strand gelandet? Sam, Hartman hier. Ich wollte noch etwas mit dir besprechen. Ich habe eine begründete Vermutung bezüglich Cliffs Ziel. Irgendwie beginnen unsere einzelnen Strände aufgrund des chiralen Netzwerks zu verschmelzen, wodurch eine einzelne riesige Fuge entsteht. Sollte dieser Prozess andauern, könnte eine Flut aus GDs über unsere Welt hereinbrechen und damit einen gestrandeten Tod von bislang unbekanntem Ausmaß auslösen. Clifford Angers Schlachtfelder und meinen eigenen Strand scheint dieses Phänomen nicht zu tangieren. Sie sind völlig isoliert. Sie überschneiden sich nicht mit anderen Stränden. Aber was wäre, wenn es noch eine andere Art von Strand gäbe? Auf einer höheren Ebene, die diesen Prozess in Gang gesetzt hätte. Und was, wenn ein solcher Strand kein anderer als Amelies wäre? Cliff mag den Direktor zu sich gelockt haben, aber eigentlich wollte er wohl Amelies Strand unter Kontrolle bringen, um seine Macht über alle anderen Strände zu nutzen und die letzte Strandung auszulösen. Das ist die einzige vernünftige Erklärung für Cliffs Handeln. Deshalb musst du ihn aufhalten.
Ja. Wenn Hartman recht hat, haben wir ein großes Problem. Ja? Die letzte Strandung mit dem chiralen Netzwerk und Amelies Strand auslösen? Deshalb war Higgs hinter Amelie her, oder? Wenn Cliffin dazu angestiftet hat, ja, es passt alles zusammen. Mit der letzten Strandung kann er sich endlich an einer Welt rächen, die ihm sein Leben und sein Kind gestohlen hat. Du musst ihn aufhalten, Sam. Du musst so schnell wie möglich zu Amelies Strand springen. Hol sie von dort zurück. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du es nicht schaffst, sind wir verloren. Ach, ja. Wenn der eigentliche Endgegner, wo du denkst, dass das gewesen ist, eigentlich nicht ist. So. Geiles Wetter hier. Genau deswegen habe ich vor der Stadt die Episode angefangen. Tja, jetzt wissen wir den Tod und jetzt wissen wir auch, wer der andere war. Ah. Dieser Screen ist immer so unnötig nach so etwas. Ah. Na, geht's jetzt direkt in den Bosskampf?
Alfred Unger. Oh, wird das jetzt Call of Duty 3? Oder mehr so Battlefield Vietnam, statt das mit Waffen. Oh. Waffe dabei. Oh, geil, lass mal ganzes Zeugs. Noch mehr von mir? Nee, sieht nicht so aus. Ja, cool. Das ist jetzt Battlefield Vietnam. Ich bin gelandet. Okay. Was? Aktiviere im Scheinwerfermodus. Also wie ging das nochmal? Ah, wie ging das nochmal mit dem Scheinwerfermodus? So, einmal scannen. Gut, Freunde. Komm, 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 komm. Ich hätte gerne einen von denen. Beutel, komm her. Wo muss ich denn hin? Da hinten? Ich laufe einfach da der Linie so entlang. Autsch. Ja, ich glaube, das ist schon richtig, was ich da mache. Ja, hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir hier so Call of Duty und Battlefield haben. Oh, Anti-GD-Handfeuerwaffe. Oh, nehme ich auch mal mit. So, wie konnte ich jetzt nochmal... Blutbeutel, Blutbeutel. Geht denn das? Ah, jetzt leuchtet er. Weg, Kryptobiot. Komm, lauf. Okay. Blutbeutel, immer her damit. So, Cliff. Wenn es nach mir geht, kannst du mal auftauchen. Du schon ein paar Mal besiegt. Und werde es jetzt diesmal auch wieder schaffen. Jetzt taucht er auf. Ob er diesmal Spezialmoves hat.
Er liebt es dramatisch. Ich weiß schon mal, was das Thumbnail wird. Okay, dann let's Battlefield. Hallo, bewegen. Und hab geschossen. Wo ist er hin? Oh! Du wolltest mir den flankieren. Das ist neu. Nice. Komm her. Nice. Ah, da kommt er. Hi. Nice. Komm, versteck dich nicht immer so. Und er verschwindet. Ich glaube, ich sollte die Munitionsart ändern. Machen wir normale Kugeln. Was schaut's aus mit Blutbeutel oder sowas? Ah, da. Blutgranatisch, Rotflinte. Immer her damit. Komm, einsammeln. Geil. Oh, noch ein Blutbeutel. Oh, Plattenpanzer. Du solltest glücklich sein. Ja, wo ist der Panzer? Oh, der ist voll weit weg. Wo? Was? Wo? Feuer! Wo? Ah, da! Ah, warte! Scheiße! Nein! Okay, ich muss mit Blut schießen. Wo ist der andere? Komm her. Nice. So, wir müssen da runter. Bluttransfusion gestartet. Schieß in Dreck. Sturmgewehr.
Fuck. Komm, zeig dich. Ah, ich glaube, erste Phase wieder. Sturmgewehr. Wir brauchen Verstärkung. Bewegung. Ja, gleich. Ich hole mir jetzt gerade mal das Sturmgewehr da hinten. Und ein Biot. Also. Ach, es ist da oben. Feuer. Alla! Schieß! Okay. Scheiße. Alla! Nein. Fuck. Blutbeutel. Nee. Ah, da, Kryptobiot. Komm, iss mal. Iss. Oh, das ist er selber. Wir ziehen ab! Ach, und jetzt wieder nach da hinten. Oder wohin? Ach, hierhin, wo ich jetzt gerade gewesen bin? Ah, oh, so eine Scheiße. Wir brauchen Verstärkung! So, Blutbeutel. Oh ja, geil, Blutbeutel. Nein. Okay. Von wo? Komm, ah, Scheiße. Alter, ich sehe sie nicht. Okay, so funktioniert das nicht. Leute, wir müssen hier weg. Boah, das ist ein verfickter Blutbeutel. Jeez. Komm jetzt! Ah, Mann, das kann das nicht sein. B ablegen. Komm! Ja. Alter, ich sehe nicht. Das ist der beschissenste Ort überhaupt. So, Blutbeutel, komm her. Brauch dich. Komm, nimm. Ah, einsammeln. Ja, das Sturmgewehr nehmen wir auch noch mit. Da ist er.
Weiß. Ich glaube, nicht bewegen. Okay, aber das war's doch jetzt bestimmt nicht, oder? Gib mir mein Baby zurück. Wirst du Clifford Anger? Wer bist du? Bist du der Vater? Man sagt mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Meine Brücke zur Zukunft. Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Komm, Sam. Steh auf. Verschwinde von hier. Ich kann nichts für deine Frau tun. Tut mir leid. Wenn sie mir etwas befiehlt, dann muss ich es tun. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen?
weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Und zwar mehr als einmal. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Ah, dieser Screen. Ich habe Fragen. Also, warum auf einmal das Sinneswandel? Was ist mit ihm jetzt passiert? Aber dann hat er ja doch eigentlich keinen Hass auf ihn gehabt. Was? So wie das Spiel die Fragen beantwortet, macht es auch gerade wieder neue Fragen. Also ist jetzt alles heile. Doch kein finaler Tod jetzt. Alle happy. Geht's dir gut? Deinen Protokollen zufolge wurdest du wohl von einer Superzelle erwischt und bist kurz danach auf der anderen Seite von Ground Zero aufgetaucht. Unweit von Port Not City. Wie bin ich dann hier gelandet? Dank Victor. Er hat dich bewusstlos am Hafen gefunden und reingebracht. Ich glaube, Cliff könnte Lou's Vater sein. Er sagte, gib mir mein Baby wieder. Unmöglich. Cliff wurde doch... Er gab mir das hier. Vielleicht will er uns damit etwas sagen. Etwas über die Babys vielleicht. Und darüber, wie sie entstehen. Es fühlte sich nicht so an, als wollte er uns wehtun. Eher so, als ob er bloß reden wollte. Aber du sagtest, du hättest gesehen, wie er den Direktor am Strand gefangen hielt. Ja. Es muss irgendeine Art Verbindung zwischen ihnen geben. Ihn und Bridget. Lustig, dass du das sagst. Ich hab da was, das du sehen musst. Bin beim Herumstöbern in den Archiven darauf gestoßen. Eine vom Direktor aufgezeichnete Nachricht mit dem Titel "Falls ich nicht zurückkomme". Diese Nachricht ist eine Absicherung für den Fall, dass mir etwas zustößt. Nur für Bridges Mitglieder. Und ich hoffe, dass ein solches sie jetzt ansieht. Ich bekam ein kleines Geschenk von Amelie. Sie sagte, sie bringt mich zum Strand, wenn ich will. Aber ich bräuchte diese Puppe, um dorthin zu finden. Eine Falle. Es muss eine sein. Aber ich habe beschlossen, mitzuspielen. Ihr habt ja auch alle mitgespielt, oder? Diese Maske verbirgt mehr als nur mein Gesicht. Tja, auch Amelie ist ein leeres Blatt. Keine Vergangenheit. Keinerlei Beweis für ihre Existenz. Ein Geist. Und wie es mit Geistern so ist, habe ich Amelie nie getroffen. Ihr etwa? Habt ihr sie leibhaftig gesehen? Ihre Hand geschüttelt? Das ursprünglich von uns entsandte Team bestand aus zwei Gruppen. Amelie gehörte zur ersten, Mama und Hartman zur zweiten. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu ihr. Ja, Amelies Gruppe wurde in Edge Not City ausgelöscht. Alle bis auf sie. Alle, die ihre Existenz hätten bezeugen können. Schwachsinn. Sie ist echt. Wir haben uns berührt. Sie und ich, wir... Also ich habe nur mit ihrem Hologramm kommuniziert. Ich habe sie getroffen. Wirklich. Persönlich. Sehr oft, als ich klein war. Ja, aber am Strand. Das hatte die Präsidentin über ihre Tochter zu sagen. Amelie wurde am Strand geboren. Ihr
K blieb dort, aber ihr H kam in diese Welt. Wegen dieser Trennung von Körper und Seele verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit im Krankenhaus. Aber trotz ihrer Krankheit gingen ihre Doomswerte durch die Decke. Ihre übernatürliche Gabe blühte auf, als sie älter wurde und ihre Grenzen überwand. Aber als sie 20 war, konnte sie physisch zum Strand reisen und zurück. Und dort verbrachte sie schon bald ihre gesamte Zeit. Also, wenn man mit Amelie in Kontakt treten wollte, ging das nur per Hologramm. Darauf beharrte die Präsidentin. Ich schwor der Präsidentin einen Eid und Amerika. Deshalb war ihr Wort für mich Gesetz. Als sie dann behauptete, Amelie sei ihre Tochter und ihre ideale Nachfolgerin, glaubte ich das. Doch als die Archive zugänglich wurden, musste ich einfach meine Zugriffsrechte ausnutzen. Und so fand ich es heraus. Bridget hatte in ihren 20ern Gebärmutterkrebs. Sie konnte keine Kinder bekommen. Seht ihr? Es passt nicht zusammen, oder? Amelie kann auf keinen Fall Bridgets leibliche Tochter sein. Doch woher kommt sie dann? Wer ist sie? Ist sie überhaupt real? Wie können wir sicher sein, dass Amelie eine Extinktionsentität ist, wenn wir nicht mal wissen, ob Amelie Amelie ist? Die EE-Theorie könnte auch völliger Blödsinn sein. Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie der Grund für den gestrandeten Tod ist, dann muss ich ihre Einladung annehmen. Ich habe meine Waffe mit Blutkugeln geladen. Sams Blut. Es verbindet meine Waffe mit ihr, mit mir, mit ihm, mit uns allen. Und daher sollte ich sie zum Strand mitnehmen können. Ich beende, was sie begonnen hat, indem ich sie aufhalte. Ein letztes Geständnis. Ich bin nur ein Mensch. Keine Kräfte. Nichts Besonderes. Ich habe kein Dooms, bin auch kein Wiederkehrer wie Sam. Vom Sterben habe ich keine Ahnung, nie ausprobiert. Ja. Ich ging durch die Hölle. Jedes Schlachtfeld war die Hölle. Aber wie schlimm es auch wurde, ich starb nie. Ich bin immer nur vorm Tod weggelaufen. Gut, ich muss los. Sie ruft mich. Bridges, lasst mich nicht hängen. Wow. Nachdem er das aufgenommen hatte, sprang der Direktor zum Strand. Oder vielmehr holte Amelie ihn dorthin. Ich sah, wie er Bridget eine Waffe vorhielt. Dann kam Cliff und brachte ihn weg. Ich dachte, er wollte wegen Amelie zum Strand. Ja, sie war auch dort. Sie war es, die mich da rausbrachte. Jetzt wird mir alles klar. Wieso habe ich das nicht eher gesehen? Es war Amelie, die... Was war das? Das chirale Netzwerk ist ausgefallen. Laut Lochner dauert es nicht mehr lange, bis es vollkommen unbrauchbar ist. Dann war die ganze Arbeit also umsonst. Lass mich bitte ausreden, Sam. Ich sage es ihm. Fragile. Du siehst furchtbar aus. Du musst dich ausruhen. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Am Strand hatte ich ein kleines Gespräch mit Hicks. Er ließ sich leicht zum Reden bringen. Sagt er, warum er dich verraten hat? Laut ihm war es Teil ihres Plans. Was? Sie war ihre Anführerin. Der leere Sturz Terror. Die Sache mit dem Aussterben. Amelie steckte hinter allem. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass du das nicht glauben willst. Aber es passt zu dem, was Die Hardman gesagt hat.
Hicks hinterging mich, nachdem er Amelie traf. Anfangs wollte er sein Einflussgebiet vergrößern. Dabei half ihm meine Kraft. Deshalb hat er mit mir zusammengearbeitet. Er war kein Terrorist. Er wollte bloß mehr Leute erreichen. Aber dann taucht sie auf und stellt meine Fähigkeiten weit in den Schatten. Mann, sie konnte sogar GDs kontrollieren. Also entscheidet sich Hicks für sie. Und da machte sie ihn zum Handlanger der Extinktion. Amelie gab Hicks seine Kraft. Erb, sie machte ihn zu ihrem Homo Demens. Was ist mit Bridget? Kannst du mir erklären, warum sie am Strand war? Gibt's dafür auch eine Erklärung? Ich weiß, dass das jetzt hart ist. Aber Hicks sagte selbst, dass Amelie eine Extinktionsentität ist. Ich habe in seine Kapsel geschaut. Und in ihr befand sich kein Baby. Stattdessen war die hier darin. So eine Puppe hatte Die Hardman auch. Das ist ihr Bridge-Baby. Dass die Terroristen die BB-Technologie neu aufgelegt hätten und Bridges dem nur gefolgt wäre, das ist Quatsch. Ihre und eure Methoden unterscheiden sich vollkommen. Dein BB verbindet dich mit der Welt der Toten. Die Puppe verbindet sie mit Amelie und ihrem Strand. Weißt du, wer noch solche Puppen hatte? Cliff. Er trug sie auf den Schlachtfeldern. Cliff, Hicks, der Direktor. Alle drei wurden von dieser Extinktionsentität angezogen und kontrolliert. Und wer ist diese EE wirklich? Ist es Bridget? Ist es Amelie? Ich weiß nur, dass der Strand uns alles verraten wird. Was sie will und warum. Wenn wir das herauskriegen, können wir die letzte Strandung vielleicht noch abwenden. Du musst sie finden, Sam. Wer auch immer sie sein mag. Sie wartet auf dich am Strand. Du musst zurück nach Osten. Wow, die Wendungen in dem Spiel. Wow, das ist jetzt mal so richtig in your face. Die Verbindung ist instabil, also mache ich's kurz. Wir haben einen Job für dich. Ja, was denn? Fletchers Zustand verschlechtert sich. Wenn sie in ein Koma fällt, findet ihre Seele vielleicht nicht mehr vom Strand zurück. Sie braucht schnell Kryptobioten. Glücklicherweise hat Fragile Express welche in Port North City vorrätig. Deshalb sollst du welche für uns holen, während du dort bist. Am Terminal oben erfährst du alles Weitere. Bitte, Sam, es ist dringend. Alter, wie lange geht es hier noch? Aber dass Amelie jetzt eigentlich die Böse ist. Und aber wenn sie dann uns wirklich auslöschen wollte, dann hätte es doch irgendwie schon längst machen können. Ja, irgendein Puzzleteil fehlt hier irgendwie noch. Aber ja, wäre interessant zu wissen, wer sie dann jetzt wirklich ist, wenn das alles so aufgeht. Wow. Einfach nur wow. Vor allem, er muss sich ja so verarscht vorkommen. Das ist jetzt gerade der zweite Schlag ins Gesicht. Holy shit. Gut, liebe Leute. An der Stelle werden wir es mit der Episode mal belassen. Hätte echt gedacht, wir wären schon längst früher fertig, aber ja, Death Stranding hat es wirklich in sich. Gebt ein Like von mir. Und gebt vielleicht auch ein Like, wenn euch die Episode gefallen hat. Oder sogar ein Abo. Bis dahin, gute Reise. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.